Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Edge Staffel 6. Und heute muss ich wieder ein bisschen gedämpfter reden, etwas leiser reden, da ich nicht zu Hause alleine bin. Heißt das so? Genau, also weil ich halt gerade nicht zu Hause alleine bin. Deswegen, aber ich stand immer wieder eine Nacht rum, AFK, und zwar von Tag 250 bis 280. Und die Zuckerrohrkisten waren ganz schön voll gewesen und ich habe eben gerade bestimmt 2 Stacks an Sparken getradet bekommen. Ich wollte zwar aufnehmen, aber so noch eine Verkaufsfolge wäre ja irgendwie auch schon sehr langweilig, deswegen habe ich schon alles hier erledigt. Und die ganzen Endermans zerpflücken meine ganze Welt hier gefühlt, also naja gut, auf jeden Fall. Ihr seht schon das Zuckerrohrfabrikgebäude. Wurde ein bisschen umgebaut und ist auch fast zu Ende. Es fehlt noch eine Farm. Und zwar hier oben links, die Farm. Und dann wären wir tatsächlich auch schon mit dem Ding zu Ende. Das Dach fehlt zwar noch auf jeden Fall, ja, aber das bekommen wir noch easy hin, von daher. Und kurz, by the way, bitte. Ich hab grad so einen Schleim im Hals, also ungefähr seit heute Morgen. So einen richtig ekelhaften, schönen Schleim im Hals, der ein bisschen mich beim Reden unterbricht, weil er auch mit dem Husten kombiniert kommt, so, ne, genau, aber wir brauchen Holz, wegen Trichter, ne, ich meine, Kolben haben wir genug, wir bräuchten noch 7 oder 8, ja, eigentlich 7 Beobachter, und dann haben wir schon alles gemacht, achso, hier, by the way, ich habe hier mein neues Steinfarmgebäude gebaut, und zwar am 15.07., wir haben heute den 18.07. sogar schon und für euch wäre dann das der 19.07. Deswegen ja hier, ich habe noch ein paar Gebäuden so die ganzen Daten aufgeschrieben. Ich bin hier, Lagerhaus, 4.07. und so weiter. Und hier vorne halt, glaube ich, auch, ja, habe ich. Und zwar am 13.07. ne? Und ich habe das in die Straße zu sein, auf jeden Fall. Und halt hier drin ist halt die kleine Cobblestone-Farm, ne? Läuft auf jeden Fall sehr gut. Hier hinten ist der Block ist gefühlt kaum benutzt, weil ich habe erst Effizienz 3 drauf und das ist noch eine normale Dia-Spitzhacke, aber ich glaube mit Effizienz 5 und einer Netherite-Spitzhacke erreichen wir den Block da hinten auch endlich mal. Aber die Cobblestone-Farm funktioniert einwandfrei und läuft wie ein Baby? Heißt das so? Kann man das so nennen? Auf jeden Fall, die läuft gut und tut ihren Job. Ja? Und ich habe sogar diesmal das Dach aus Kupfer gebaut, weil das Gebäude ja klein ist. Deswegen konnte man so dekadent sein und das Dach aus Kupfer bauen, weil ich habe noch ein bisschen Kupfer übrig gehabt. Dementsprechend haben wir jetzt ein bisschen Kupfer im Dach verbaut. Im Sinne von Kupferdach gepaart mit Steinziegel, Außendach, Gedöns-Ding da. Okay. Ja, also wir hier mit dem Schornstein auf jeden Fall. Schornstein und so weiter. Alles sehr klein, aber fein. Hier der Bambuswald. Vielleicht lasse ich ihn stehen, mal gucken, weil das ein bisschen als Andenken gilt. Wahrscheinlich bald, irgendwann bestimmt. Genau, von daher. Genau. Ist da vorne gegen die. Na, sagen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 brauchen wir jetzt. Das heißt. Och, ich Idiot, na, ich hab mein ganzes Eisen vertradet. Oh nein, nein, nein! Oh Gott, ich Idiot. Das Ding war, ich hab das ganze Eisen auch vertradet, was wir hier bekommen haben aus der Eisenfarm. Also bestimmt 5 oder 7 Stacks. Ja, da müssen wir gucken, was jetzt wieder da ist an Eisen. Doch, nicht, ach stimmt, ja, genau, stimmt. Das Ding war, mein ganzes Inventar war eben voll gewesen. Deswegen habe ich hier raus bestimmt nur 3 oder 4 Stacks rausgenommen. Und ich hatte hier da vorne noch, glaube ich, 4 Stacks gehabt an Eisen. Von daher, alles gut, wir sind safe. Von daher, Ende gut, alles gut. Und wo kommen die ganzen Geräusche her? Na ja, egal. Und zwar, wir brauchen jetzt 12 Pisten, 12 Trichter. Ach, na gut. Erstmal Dings bauen, Truhen bauen wäre auch nicht schlecht. So 16 Stück. Ja, ein bisschen zu viel, aber über zu viel oder zu wenig.
Ja, 12 Stück. Genau, haben wir es dabei. Auch haben wir auch die Dings, genau, alles dabei. Von daher, alles ist sehr entspannt. Das Dach, denke ich mal, baue ich auf Stream weiter, aber ich wollte in der Folge eigentlich nur fix das alles hier zu Ende bauen, die Farm meine ich. Also die letzte Farm, die hier oben noch entstehen wird und bald fertig ist wahrscheinlich. Ah, okay. Ach Mensch. Hallo. Ich komme heute nicht so klar mit der ganzen Tastaturgeschichte hier, ey. Mann, 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 da. Genau. Sag ich doch. Da. Das Ding ist, den Platz hier können wir eigentlich ausfüllen mit Erde, mit Holz meine ich, weil hier wird nichts hinkommen. Und ihr seht schon, ah nee, warte mal, hier muss eine Rille sein für die Treppen und in den Treppen kommt das Wasser rein. Das heißt, ne, so als Bewässerung. Ne. Aber ihr seht schon. Die ganzen Farms hier sind sehr holzintensiv, weil ich die ganzen Hohlräume mit Holz ausfülle, weil es irgendwie sich besser anfühlt oder auch schöner ausschaut auf jeden Fall. Deswegen, ne? Komm hier. Moment kurz. So, nehmen wir auch auf. Jawohl. Und wir sind erst bei 6 Minuten. Von daher, wir haben noch sehr viel Zeit. Aber ich denke mal, die Folge heute wird nicht allzu lang gehen, weil letzte Folge war 6,6 Gigabyte groß, also sehr groß gewesen, diesmal keine Ahnung warum. Und ja, das war auf jeden Fall in der Geschichte gewesen für sich, weil das ganze Hochladen auch schon sehr lang gedauert hat. Ich habe irgendwie um 18 Uhr es hochgeladen und war um circa um 0 war ich gerade mal bei 46%. Aber ich habe auch nebenbei gezockt, von daher, ne, so. Aber sobald ich dann nur AFK rumstande, ging der Upload-Zeigerzahl-Gedöns da sehr schnell hoch. Von daher, ne. So. Ja, stimmt, hier kommt ja auch noch Holz hin. Oh. Ja, also ihr seht schon, das ganze verdammte Farmprojekt hier ist sowas von holzintensiv. Mann, 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 da. Glas haben wir auch nicht mehr gefühlt. Ach, Digga. Das heißt, wir müssen gleich unbedingt noch ein bisschen Glas traden. Und Holzfarm. So. Dann wären wir rein fertig. Wobei, wir brauchen noch Cobblestone. Das heißt, wir gehen gleich mal zur Cobblestone Farm. Ich glaube, ein Stack müsste reichen. Ja, ein Stack müsste easy reichen. Jawohl. Und wir brauchen noch einen Baum. Und dann bin ich erstmal hier wunschlos glücklich. Und dann ist die Farm auch endlich vorbei. Oder zu Ende. Eher gesagt, fertig. So. Ah. Besten so einen kleinen Baum. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Komm, das davon. Wir gehen rein. Würde sagen, kleiner Cut. Bis gleich. So, der Baum ist jetzt abgeholzt. Und es wird langsam Nacht. Was uns aber nicht stören soll. Ganz ehrlich, ne? Wir haben Zeit. Wir haben gute Ausrüstung, das heißt, wir können auch mal nachts kämpfen. Und hier ist ein Bogen mit Unendlichkeit, Flamme und Stärke 5. Klar, es wird noch Haltbarkeit oder eigentlich nur Reparatur. Aber ihr wisst ja, der Reparatur-Villager ist ja eine Eisenfarm drin, das heißt. Ja. So. Da sind wir wieder. Ja, ich muss den cutten, deswegen. Oh, Hilfe. Wer trailt die Glas? Erstmal Eisen, meine ich jetzt. Jetzt bräuchte ich nur ein Glas. Ein bisschen Glas vielleicht. Ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas. Hallo. Ein bisschen Glas. Da. Ich glaube. 48 ist ein Ticken zu wenig, glaube ich. Nee, Quatsch. Reicht auf jeden Fall. Oh, nein, raus. Alter, das war knapp. Uiuiui. Warte mal, mach mal. Warte mal. Eieiei. Fight! Wow. Wow. Oh mein Gott.
ganzen anderen Endermans, die ich geärgert habe, waren gefühlt so Hardcore Triple XD Schwierigkeitsstufe. Aber es war eben gerade gar nichts gewesen. What the fuck, wie peinlich. Alles klar. Ach, und aber auch nur eine Dings bekommen, eine Enderperle. Ha, warte kurz. Wir sind gerade bei 10 Minuten. Alles klar, das ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Schon mal. Das heißt, kein Stress und so weiter. Hier, ich brauche den Cutter. Die Erde kann weg. Ich brauche den Cutter. So, kurzer Cut und bis gleich. Here we are again. Also ihr merkt schon, ich will die Folge ein bisschen kurzer machen, deswegen cutte ich öfters, so, ne? So. So, Wasser ist auch drin jetzt, das heißt jetzt hier, bam bam, 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 bam. Ah, das Holz fehlt, ich denke mal, wir brauchen circa ein Stack auf jeden Fall. So. Ja, doch nicht. Ich dachte, da wird doch ein bisschen mehr gebraucht worden sein tun, ne? Ja, also ihr merkt schon, ich bin wieder ein bisschen durch den Wind und es ist sehr warm hier und ich habe leichte Halsschmerzen im Sinne von so einem ekelhaften Schleim im Hals. Oh wow, okay. Das war knapp. Puh. So, hier kommt wieder nichts hin. So mal nicht, so kommt nichts hin. Hier komme ich zu. Nur Holz. So. Eieiei, dieses Kratzen im Hals ist sehr angenehm auf jeden Fall. Nicht. So, da kommt hier oben drauf die Schieber oder die Komposter. Pester. Die Kolben, sorry. Die Kolben. Bam, 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 bam. Wait. Ah, wow. Das war's auf jeden Fall komplett. Hier wieder so eine Holzlinie. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Kurzer Cut. So, jetzt wieder ein bisschen hier Redstone verlegen. Wir könnten eigentlich schon mal kurz Dings holen. Ui. Ein Hoch auf Federfall 3, oder ich habe ja Federfall 3, genau. Es wäre zwar besser mit Federfall 5, aber naja, gut. Federfall 3 saved mein Arsch auf jeden Fall auch, von daher alles gut. Ja, also wir sind fast fertig und ich glaube, die Folge ist auch schnell lang genug eigentlich. Ja, genau. So, jetzt keine Zeit verlieren. Ich würde sagen, keine Cut und bis gleich. So, jetzt den ganzen Puff hier ausführen mit Holz. Auf jeden Fall sehr viel Spaß. Yay. Also ihr seht schon wirklich, wie gesagt, hier wird sehr viel Holz verbraucht und verschwendet eigentlich, weil die Hohllöcher kann man eigentlich lassen, weil das spawnt ja eigentlich nichts, auch wenn machen die ganzen Mobs die Farben nicht kaputt. Dennoch, einfach fürs Feeling, fürs dekadente Lifestyle-Leben, ein Muss. Ja. Scheiß auf die Umwelt. It's for nature. So. Bam, 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 bam. Bam, bam. Na, komm. Ne, brauchen Holz. Na. Perfekt. Und damit würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und ciao.